silver glassed. I have everything I want. Niwa is mine, and the sequence's president is in ruin. You have nothing to wager that interests me. The Myconians do. An old war relic will be our wager. In a way, a product of the void. Something you might have more than passing interest for. Am I right? Don't kid yourself. I... What? It's disgusting. It's beautiful. Those colonists would wager this? Don't those idiots realize how much this is worth? All or nothing. I'm held in escrow. Are you in, Neff? Yes. By the void, I'm in. Jetzt bin ich aber mal sehr daran interessiert, was zum Henker die dem jetzt angeboten haben. Ja, so ein Artefakt aus dem Void, das sieht total scheiße aus, aber ich will's haben. Ich möchte gerne wissen, wie das jetzt aussieht. Ah. War... Wagers Old War Relic. Wo, lass mich raten. Das sind die Baupläne für den Nidus, hä? Kann's das sein? Was, wegen, das sieht widerlich aus, aber es ist perfekt. Quasi für ihn. Ah, komm, auf geht's. Oh mein Gott, bitte sag mir nicht, dass ich schon wieder 10 Punkte auseinanderlegen darf, nur. Nein? Nein? Noch nicht. I've grown tired of this, Brokers. Dish out your humiliation, so I may retire to counting my riches. Ich kann heute nicht zielen. Ja, ich kann da definitiv nicht zielen. Geh weg mit dir, Junge. Ich habe gerade eine bessere Idee. Wir benutzen mal eine etwas andere Waffe. Eine Waffe, die Probleme heißt für die meisten. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite. Schiss. Du kannst aber freuen schon, wie ich abgebe. Dann so, nee, tust du nicht. Shit. Oh, Kacke. Ich bin fest. Nein, nein, nein. So ein Pech. Ist die Frage, wollen wir bis zur letzten Sekunde warten und dann erst abgeben? Das wäre eine Überraschung. Wollen wir die Überraschung machen? Ich glaube, es überlebe ich nicht, die Überraschung, leider. Komm her, komm her. Footlock. Komm, wir haben genug, oder? Haben wir genug? Haben wir? Wie viel haben wir überhaupt davon jetzt? 9 habe ich, da kriege ich aber sicher einen Bonus drauf, oder? Erstes kämen wir nicht. Wait, what is this? Play fair, you metal wretches! Haha, haha, toll. Also, what? Wie? Ach, shit. Das Problem ist, der Strahlkopf nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Oh, jetzt hauen die, gib mir das ab, oder? Oh, die ganzen Dinger abgeben. Oh, das ist aber bedauerlich. Oh, das ist aber echt bedauerlich, das hier. Ja, das ist aber bedauerlich. Mensch, was ist das bedauerlich? Ich habe wenig Lebenspunkte, ich soll abhauen. Wie habe ich überhaupt? 8 Punkte habe ich schon. Shit. Ich gebe es auch schnell weg. Ich gebe schnell und gebe den Spaß ab. Dass er auch ja nicht auf die Idee kommt, das irgendwie hinzukriegen nochmal. Gott. Oh, jetzt müsste ich noch drunter fallen gerade. 22 Punkte. Ah, das wird schwierig aufzuhalten, glaube ich. Wer? Was? Points? Was? Wo? Habe ich jetzt bessere Bots auch gekriegt, die besser kämpfen vielleicht? Wahrscheinlich nicht. 2 zu 22. Fuck you. So. Who's next? Oh wait, da hat einer geschossen auf die. Und der schießt auf mich. Ja, ja. Womöglich müssen wir auch trotzdem noch kämpfen, dass wieder mit den 10 Punkten Geschichte. Weg, 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 weg. Allerdings, wir tun ja schon um alles kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal machen müssen. Wehe euch. Die sind alle von uns. Ach, shit. Wir haben eh gewonnen. Of course. Of course. Junge, steh ruhig auf. Brokers? How are they winning?
By the void, this is my index! This shouldn't be possible! Don't you recognize the free market in action, Mr. Anya? Allow my brokers to teach you how it's supposed to work. Points in the open! Oh, kommt her, Pansen. Gut. Boah, das ist eine Illusion jetzt auch noch. Egal, gehen wir Spaß erstmal ab. Brokers, what's going on? Are you trying to get fired? Schön. Ah, ich werde verlangsamt. Hunde. Ah, ne, ist einer von uns. Platt machen das Ding. Keiner kommt hinter mich hingeportet und haut mich in der Rückzug. Ja, versuch mal auszuweichen am Rand. Was seht ihr, Junge? Oh, shit. Ich häng fest! Wo ist der hin? Nee. Ah. Ein Hühn noch was, ne? Wisst was? Nicht mit mir. Das schießt doch schon wieder die Kampftürme gleich auf mich, oder? Hier habe ich den Eindruck, unsere Bots sind jetzt auch besser unterwegs. Alles in allem gesehen. So ein bisschen. Trotzdem sollte ich aufpassen. Dass wir nicht noch einen auf die Fresse kriegen. Da kommen sie doch schon wieder. Egal. Die hat wirklich nichts aus. Oh Gott! Die hat wirklich nichts aus. Soll ich noch ein bisschen warten? Ich habe erst 3. Am besten ich warte hier ein bisschen. Sonst zu mir kommen. Zack. Läuft. Genau. Stand and deliver! Oh shit. Die ganzen Schüsse so einzeln am rauskommen, so piu, piu, piu. Ah, 7. Nice. Traumatic. Ich muss auch mal langsam sehen. Oh, das ist aber blöd, wenn man nur Schilder hat. Das ist echt unangenehm. 10, 9, 8, du, dich nehme ich. Dich nehme ich mit, Junge. Dann nehme ich auch hier die 2 mit. Und dann gebe ich es ab. 30-6. Ich würde sagen, wir haben leicht gewonnen diesmal. Ja, ein bisschen. Ich bin ein bisschen ready dafür. Ich glaube, ich bin ready. So langsam bin ich ready dafür. Glast, what have you done? I guess the odds aren't in your favor today, Nev. Moment, das ist einer von uns gefallen gerade, oder? Weg mit dem Ding. Wo ist der Rest? Du. Hier da vorne. Genau, jetzt fallen ein paar von uns noch um. Oh, ich muss raus hier aus der Ecke. So, jetzt haben wir 6 abgegeben. Also könnten wir abgeben, aber tun wir es noch nicht. Ist da keiner kapiert bei mir? Wir versuchen mich anzugreifen. Oh, wait. Oh, shit. Da hat er mich angegriffen, irgendwie. Bisschen krasser. Oh, da. Hier, jetzt aber. Jetzt wollen sie aber wissen hier. Jetzt wollen sie echt wissen hier. Zack. Jetzt habe ich 9. Ist gefährlich. Nur noch 200 Lebenspunkte. Muss ich aufpassen, was ich tue. Zack. 10. Geh mal 10 ab. Du bist down. Plan B, sag ich nur. Plan B. Einfach draufhacken. Draufhacken, bis es nicht mehr geht. Schilde weg. Kaputt. Ja. Schön ist, versuchen auszuweichen. Finde ich sehr nett von denen. Wie viel haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 1 Minute 25. Ah, bedauerlich. Ups. Irgendwas habe ich trotzdem umgeschmissen gekriegt. Irgendwer hat versucht, einfach wegzuporten hier vorne, oder?
Den habe ich ja nicht. C. Gefährlich. Hier kaputt. Hier kaputt. Okay, 12. Wir gehen die 12 mal ab, das Sicherheitshalber. 16 Punkte, gut. 33, okay. Das wirkt doch direkt viel besser für uns. Das wirkt doch alles viel besser. Wenn die keine cheaten können. Komm her, komm her, komm her, du Hund. Auch du hier. Ja. Gebe ich noch was ab? Ah, mal gucken. Da droppt doch schon wieder Loot für mich. Oder die Kollegen geben mal ab langsam ein bisschen was für ihr Geld. Kann ja auch was machen. ...18 Sekunden noch. Guck mal, den Hundi nehmen wir noch mit. Nehmen wir den Hundi noch mit. Den Hundi Blutur brennt mitnehmen. Kommt da noch jemand? Oh, da haben wir noch Punkte verloren. Die retten wir. Und weg mit dem Zeug. 40. Ja, ist okay. 40, okay. Well, well. Look at that. Even a loser can win a coin toss now and then. Now, let's say we do a rematch. I'll throw in some of your old holdings in Eris. I think we'll cash in now, Mr. Anyo. Don't want to push our luck too far. What? Now, wait just a moment. I have an exciting wager for you. Ore discoveries in the outer sectors. And to up the ante, a new squadron of bursars hot off the assembly line. What do you say? Are you in? Hello? Answer me! Finde ich schon klasse, wie er einfach aufgelegt hat, scheinbar im Telefonat. So, die rede ich nicht. Lotus, you may now return the child to her people. She could be cured. Why return her? So she lives a shortened life surrounded by monsters? Surrounded by family. Her people who honor her. Are you really going to impose your own values on these people you don't understand? She only thinks this is what she wants. What you call tradition, others call indoctrination. If she comes to the relay and is cured, she'll be free to return to her people, if that's her choice. And the Myconians? Without the passing, their way of life will end forever. Their skills, their traditions, wiped out by a powerful outsider. They'd have to adapt, yes. We'd do our best to protect them, as we do for all that suffer. Tenno, you've lived through similar obligations. What would you choose for Niwa? Oh shit, natürlich. Wir könnten sie heilen? Wir schicken sie einfach nur so zurück. Oder wir lassen sie geschickterweise selber entscheiden. Ich meine, wir kennen die jetzt noch nicht wirklich persönlich und so. Ich meine, wir haben nur mitgekriegt, dass sie halt wichtig ist für die Leute von denen, weil sie halt die Gefallenen, hätte ich fast gesagt, die Infizierten weghält. Wir könnten sie einfach heilen, aber wir haben sie gar nicht gefragt. Dann einfach, wir sie heilen einfach und sagen, übrigens, du bist jetzt nicht mehr, du hast nicht mehr die Möglichkeit für irgendwas. Nee, weißt du was? Wir lassen sie das selber entscheiden. Das ist eine gute Idee. I've returned to my people, but I've decided I will be the last Triuna. I want a future where all of the children can be happy. A new tradition. Papa is so proud of me. The last Triuna and greatest of all. The one that changed Myconians forever. Haha, und es hat trotzdem alles geklappt, wie es sollte. Ausgezeichnet. So muss das sein. Hat sich am Ende alles doch fürs Passende richtig hingedreht. Nachdem sie hat entschieden, dass sie die letzte von denen ist. Wahrscheinlich wird sich Han heilen lassen. Ist doch perfekt. Besser geht's gar nicht. Und ich habe auch denen gar nicht gesagt, was sie machen müssen. Ausgezeichnet, so muss es sein. Wobei es natürlich auch ziemlich nach hinten los hätte gehen können.
Aber nach der Questreise sind ja zwei Sachen, die ich jetzt unbedingt noch machen muss. A, will ich mal kurz gucken, auf Ehre soll es jetzt ein neues Gebiet ja auch scheinbar geben, wo wir ja die Teile für unseren Anaris herkriegen können. Ehres, Junge? Ah, da. Und jetzt sollte man ein Gebiet finden, was... da! Genau das hier. Östrus, also ähnlich. Infestated Salvage. Ja, das müsste ich mir eigentlich direkt mal rein antun eigentlich, aber ich glaube, das Video wird sonst zu lang. Am besten wir tun ganz kurz einen Blick noch hinten ins Schiff schmeißen, weil das ist eine Sache, die ich unbedingt noch gucken wollte. Aber das hier wäre jetzt die Quest, wo ihr die Teile herkriegt und ich habe bis jetzt auch keine Ahnung, was es genau sein wird. Aber darauf gucken wir in Zukunft nochmal genau drauf ein. Vielleicht gibt es ja ein paar Tipps, die ich verteilen gehen kann im Zusammenhang. Aber mal kurz hier, jetzt sind. Ha! So, jetzt aber, ne? Jetzt habe ich hier extra die ganze Zeit darauf gewartet, was mit der Tür genau jetzt vonstatten geht. Und jetzt gehe ich mal gucken, was da drin los ist. Der Typ hier tickt auch sofort aus. Ah, ja. Disgusting, is it not, operator? Or just would enjoy purging this. Cleaning this room, but sadly this vile mass serves you and your warframes. A necessary evil. Das bringt mir jetzt was? Kann ich mit dir schwätzen? Ich kann mich da hinsetzen? Operator, no! Have you lost your mind? What was that? Is it talking? What did it say? Okay. I wish to serve. Mein Weg, time heals the mind. Okay. Wächst sich jetzt hier was aus im Schiff? Oh shit. Ich weiß nicht. Ich meine, für ihn hier passt das ja ganz gut, nicht wahr? Aber sonst sei ich ein bisschen wie... Was passiert, wenn ich mich nochmal hinsetzen will? Ich darf mich nicht nochmal hinsetzen. Nein. Oh, es war ein Fehler vielleicht. Okay. Das habe ich auf jeden Fall... Ich meine, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Teil am Hals da, was ich wurde reingestochen hat, das ist neu. Hätte ich gesagt, dann kann man das loswerden vielleicht wieder. Achso, in dem Zusammenhang. Ich habe übrigens auch einen infizierten Hund gesehen, der mit einem mitlaufen kann. Ich bin mir nicht sicher, was das war, aber ich glaube, wir finden es demnächst raus, wenn ich mich ein bisschen weiter umgeguckt habe. Doch, das Ding da ist neu auf dem Hals. Das sieht unangenehm aus. Leichte Infizierung unseres Warframes. Sag bloß, das habe ich jetzt überall drauf. Ah, nein. Dann ist ja gut. Weil bei ihm fällt es, ehrlich gesagt, nicht so... Beziehungsweise, Moment mal, ich muss vielleicht hier rausgehen erstmal. Naja, also zumindest sehen tue ich es nicht. Ich glaube, das damit kann ich leben. Es sei denn, das ist ja auch ein anderer Skin. Lass mich mal einen normalen nehmen. Hier vielleicht von ihr. Nope, ich kann da keine Sachen am Hals erkennen. Okay, gut zu wissen. Ich dachte schon jetzt. Alle meine Warframes werden jetzt hier fies irgendeine Form verseucht oder sowas. Jetzt hat er das aber auch nicht mehr, interessanterweise. Muss ich jetzt nochmal mich da reinsetzen? Was ist das? Okay. Aber irgendwie... Dieses Infizierte wird für mich was tun, Schaber. Forgive my sting, ja. Aber komisch, dass ich das noch einmal machen darf. Interesting. Müssen wir mal ein Auge drauf halten. Und ich bin dafür... Flammenwerfer. Mehr Flammenwerfer vor dieser Tür. Ich will nichts, dass da was rauskommt. Wahrsten Sinne des Wortes.
So, und das wäre es auch tatsächlich von mir schon gewesen. Danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Das war's von mir im K3-Runde. Ja, wir werden bald auf jeden Fall uns noch hier uns reinziehen, die neue Missions, die Kette, die es jetzt da gibt. Also diese Salvage-Mission von den infizierten Fragezeichen. Und ich werde mich mal umgucken, wie es aussieht mit diesen mutierten Hunden. Oder was, eine mutierte Katze? Ich konnte es nicht genau erkennen. Das war auf jeden Fall mutiert, was neben mir herlief. Beziehungsweise nicht neben mir, aber neben einem Kollegen. Und ich dachte so wie, das ist nicht so ein beschworenes Vieh, was man normalerweise in der Mission hat, sondern das hat er wirklich, das macht das Aktion und nicht so, what? Schauen wir mal, einfach mal. Ich sag mal, bis die Tage und ciao.